Leute, und willkommen zu meinem tausendsten Versuch, ein Video aufzunehmen, was heute echt schwierig ist, weil erst hat das Telefon geklingelt, dann hat die Türe gebatscht, dann hat wieder das Telefon geklingelt, dann ist meine Mutter über mich drüber geklettert und ja, jetzt sind wir hier beim tausendsten Versuch und egal was jetzt passiert, ich zieh's durch. So, gut. Was ich euch heute etwas erzählen wollte, ist so Alltagsrituale, sich wiederholende Rituale und ja. Also ich fange jetzt einfach mal an bei meinen Ritualen. Man hört das Piepsen, aber egal. Das ist unser Eierwecker, der piepst dann und ja. Gut. Also, ich stehe sehr spät auf, dann mache ich das, was andere auch machen, nur kein Frühstück. Ich bin nicht so der Frühstücker. Ich frühstücke irgendwie nie. Dann gehe ich meistens mir was zu trinken holen, was bei mir immer so fünfmal hin und her rennen heißt, weil ich immer irgendwas vergesse. Ist aber auch schon langsam so Alltag. Und dann fange ich meistens an, so meine Oma anzurufen und zu fragen, was sie so bisher gemacht hat. Oder mit meinem Opa, je nachdem, wer eben dran geht, mit meiner Oma und meinem Opa ein bisschen zu reden. Dann rede ich mit meinem Papst, den ich dann auch anrufe bei der Arbeit und mal frage, und was machst du so? Ja, und dann zu guter Letzt rufe ich dann bei meiner Mom an, um ihr zu sagen, ich bin dann übrigens aufgestanden. Und damit ist dann auch mein so gesehener Vormittag auch schon fertig und dann beginne ich mit solchen Sachen wie einfach am Computer ein bisschen was arbeiten, Sims spielen, je nachdem, wonach mir ist. Und dann das eben bis zum Abend. Und dann ab dem Abend gehe ich meistens zu meinem Papst und verbringe Zeit mit ihm, ein bisschen Zeit mit dem Hund, mit meinem großen Bruder, eben mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Und ja. Und dann irgendwann fange ich dann auch an, irgendwann dazwischen oder auch davor, lasse ich auch meistens meinen Hasen rennen. Oft vergesse ich es, ich gebe es zu, aber manchmal, da lasse ich auch mein Kaninchen rennen. Und ja, heute ist übrigens so ein Tag, wo es rennt, wenn es denn mal rennen würde. Weil deswegen sind wir auch heute hier im Gang. Und nicht wie sonst immer in meinem Zimmer, weil mein Hase rennt immer durch den Gang, weil da hat er die größte Fläche zum Rennen. Und ja, das ist dann so mein Alltag und das mache ich dann jeden Tag. Und ja, in gewisser Form geben einem solche Rituale eine Sicherheit, einfach zu wissen, was passiert, was los ist, was auf einen zukommt. Aber der Nachteil dran ist, man gerät auch schnell in eine Zwanghaftigkeit und das ist einfach... Ja, entschuldigt, das war jetzt auch noch jemand, der uns die Eingangstür klatscht. Gut, heute habe ich auch wirklich alles abgedeckt, was so lärmtechnisch geht. Okay, jetzt bin ich voll raus, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich war. Und dann wird es auch schnell zu einem Zwang und das ist dann nicht so gut, weil Zwänge, die hat man ja dann zwanghaft. Das war jetzt so ein toller Spruch wie auf meinem letzten Blog, wo ich gesagt habe, heute ist der Tag nach Sonntag oder sowas. Ja, manchmal hat man nicht so kluge Sprüche drauf. Entschuldigt an dieser Stelle. Ja, was natürlich sehr gut ist, ist, wenn man Kleinigkeiten verändert. Sowas wie zum Beispiel, ich rufe erst meinen Dad an und gehe dann ins Bad oder sowas wie, ich esse erst was und dann rufe ich meinen Dad an. Oder sowas wie einfach nicht alles zu ganz bestimmten festen Zeiten zu machen, sondern ungefähre Zeiten. Also so was sozusagen, was wie zwischen 12 und 16 Uhr. Oder ja, eben so. Und ja. Irgendwann dann fange ich auch noch an, meine E-Mails zu checken und ja, dann ist irgendwie mein Tag vorbei. Ja, was natürlich für mich sehr schwierig ist, ist sowas wie Alltag in eine Zeit zu bringen, wie jetzt den Sommer, wo sich bei mir viele Dinge nach hinten verschieben, sowas wie, dass ich aufwache erst um 17 Uhr und
Dann ist irgendwie so, mein Vater hat eh bloß noch eine Stunde oder so zum Arbeiten und dann, oder auch zwei oder drei und dann kommt er eh schon heim und dann bringt es irgendwie nicht mehr besonders viel, ihn noch anzurufen. Dann überlege ich aber, rufe ich ihn jetzt noch an oder rufe ich nicht an und bis ich dann mich entschieden habe, ist er meistens schon wieder daheim. Ja. Oder sowas wie Einkäufe zu erledigen ist auch dann natürlich schwieriger, weil die dann. Die sind natürlich immer was Außergewöhnliches und außerhalb vom Alltag. Und ich wäre gerade böse von meinem Hasen angestarrt. Das ist aber fies. Entschuldigt. Und sowas ist übrigens auch gut, wenn man mal einkaufen geht oder wenn man oder auch mal Post zu bekommen, wobei mir was einfällt, aber das erzähle ich euch erst am Ende vom Video. Das ist echt lustig. Oder sowas wie, ja. Es gibt so viele Dinge, die man, Kleinigkeiten, die man tun kann, damit man im Alltagstrott und nicht in den Alltagszwang gerät. Ich hatte sehr lange Zeit wirklich richtig zwanghaft, da musste ich um die und die Uhrzeit essen. Dann habe ich zu der und der Uhrzeit getrunken und so weiter. Ich war da wirklich richtig zwanghaft und ich konnte auch nicht richtig abschütteln. Also ich habe lange gebraucht, bis ich diese Marotten dann wieder abgeschüttelt bekommen habe. Aber als ich es dann abgeschüttelt bekommen habe, habe ich dann auch gemerkt, wo der Fehler dran lag und habe dann einfach angefangen, Kleinigkeiten zwischen das Alltagszeug zu streuen. Wenn ich merke, dass ich zu viel Alltagstrott habe, dann fange ich immer irgendwie was Kleines an, ein kleines Bastelprojekt oder ich fange an meinem Never-Ending-Schal weiter zu stricken. Das ist so eine Geschichte. Ich habe vor Jahren mal einen Schal angefangen und ja. Der ist immer noch nicht fertig, der ist noch nicht mal halb fertig, aber an dem fange ich dann an weiter zu stricken oder eben einfach solche Kleinigkeiten, die ein bisschen außergewöhnlich sind, damit man nicht in diesen Trott zu arg sich rein fixiert oder reinfällt. Gut, das zu diesem Thema. Ich werde jetzt aufhören, weil ich habe das Gefühl, dass gleich noch irgendwas kommt, was mein Video unterbrechen könnte. Aber was ich euch noch erzählen wollte, ist, ich habe heute Post bekommen. Und zwar, der Brief sieht so aus. Also man sieht hier große leere Fläche. Und dann steht da dran, Geld anlegen ohne Zinsen ist wie ein Brief ohne Inhalt. Das fand ich irgendwie so den größten, das fand ich so lustig, als ich den Brief aufgemacht habe. Gut, ja, das war's dann. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder mit etwas weniger Störungen, aber dafür mit mehr Inhalt. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn es euch auch so geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne über Twitter oder Facebook schreiben oder eben eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Und wir sehen uns dann wieder am Freitag und ich werde jetzt meinen Hasen noch etwas dabei zugucken, wie er rennt. Bis dann. Tschüss.